carried by Norwegian cross-country skier and six times Olympic champion, Marit Bjørgen. Es hat sich schon nicht ausgezahlt, dass ich da hergekommen bin und das war einfach ein Wahnsinn. Es war ein super Gefühl. Wie ich durchs Ziel gefahren bin und der Zweier aufgelegt hat, hätte ich mir mit den Fahrt nicht erwartet, aber es war wirklich mein Magic Moment. Es war schon cool, olympische Luft zu schnuppern und natürlich immer da mehr. Wir sind sehr, sehr stolz. Ich habe eine richtige Gänsehaut gehabt, die ins Ziel gekommen sind und wir freuen uns unglaublich. Silver Medalist representing Austria, Julia Scheik. Gold Medalist and Youth Olympic Games Champion representing Austria, Nadine Fest. Ja, es ist natürlich ein Wahnsinn. Also du stehst auf dem Podest und kannst dir schon fast nicht glauben, dass du jetzt da stehen darfst. Du kriegst dann so ein goldenes Kettel umgehängt und das ist natürlich ein wunderschönes Gefühl. Bronze Medalist representing Austria, Manuel Franninger. Natürlich auch ein bisschen mehr Zuschauer sind als in Österreich bei den FIS-Rennen und gefällt mir eigentlich schon sehr gut. Es ist einfach unbeschreiblich, es fühlt sich so cool an. Es ist einfach cool. Bronze Medalists representing Austria. Lara Wolf. Es ist einfach ein super Gefühl, das jetzt in den Händen zu halten und ich kann es einfach gar nicht beschreiben. Die Madeleine ist super gefahren. Ich bin sehr, sehr glücklich. Das ist natürlich für den österreichischen Rodelsport wieder ein großartiger Ansporn. Die Jungen können es. War schon sehr speziell, wenn man sich zurückerinnert an die eigenen Momente von den Olympiamedaillen und dann sieht man eben da ein neuer, wenn man so will, ein neuer Stern aufgeht bei Olympia. Nein, das ist schon eine coole Sache. Super Leistung gebracht und das ganze Team ist happy, dass wir das heute gemeinsam gewonnen haben. Bronze Medalist representing Austria, Madeleine Engler. Ja, also die Jugendspiele waren für mich was ganz Besonderes und alles ein Highlight. Also es ist super, man erlebt so viel und man lernt so viele neue Sportarten kennen und es ist einfach unbeschreiblich. Bronze Medalist representing Austria, Teresa Schaffsal.
mir auch voll gefallen und dass er Medaille auch so geschaut hat, ist nochmal umso cooler. Unser Ziel, dass wir Medaille machen, ist ins Aufgegangen und über das freuen wir uns voll. Für die jungen Sportler das erste Mal, dass sie auch Verantwortung für andere Disziplinen quasi mittragen und das haben sie bravourös gemeistert und es freut mich. Bronze Medalist representing Austria, Julia Huben, Florian Dong, Clemens Leitner. Ja, es fühlt sich super an, mit dem Team eine Bronzemedaille zu holen. Das zeigt, dass wir zusammen richtig stark sind und das ist echt geil. And Youth Olympic Games Champion, representing Austria, Manuel Tranninger. Mein Ziel war eigentlich eine Medaille, jetzt sind es drei, also sehr cool. Das ist eigentlich ein sehr cooles Gefühl, wenn du da oben stehst und sehe die Hymne eigentlich für dich spielen. Und ja, ich habe es sehr genossen. Yeah! Ich bin noch nicht einmal angekommen, also es fühlt sich super an. Ich bin echt froh. Es war atemberaubend. Ich bin sehr froh, dass ich auch eine Medaille mit heimnehmen kann. Aber die ganze Erfahrung, mit, dass man so viele Leute kennenlernt, das ist, glaube ich, das, was zählt. Silver Medalist representing Austria, Mercedes Schuster. Das nächste große Ziel sind die Olympischen Spiele in Pyeongchang. Das Youth Olympic Team Austria, sympathisch, freundlich, aber eben auch zum Glück sehr erfolgreich präsentiert, denn 10 Medaillen muss man erst einmal erreichen. Noch einmal herzliche Gratulation an alle Medaillengewinnerinnen und Gewinner. Tolle Spiele, die wir hier erlebt haben, großartige Wettkämpfe, unglaublicher Einsatz und vor allen Dingen auch eine hochprofessionelle Betreuung durch unser mitgekommenes Team. Rundum, muss ich sagen, war es eine tolle Veranstaltung und wir können auf die österreichischen Nachwuchsathleten sehr stolz sein. Und ich bin überzeugt, dass die eine oder der andere, die hier Medaillen errungen haben vom österreichischen Team, auch dabei sind bei diesen Winterspielen in Pyeongchang. Freue mich sehr. I declare the second Winter Youth Olympic Games Lillehammer 2016 closed. Ja, jetzt ist leider vorbei, aber man kann immer wieder, man blickt sicher immer wieder gern zurück auf das.